über 12.000 Teilnehmer von rund 800 Firmen laufen mal eben 5 Kilometer. Das ist Zusammenhalt, Teamgeist und einfach richtiger Fun. Das ist der Berliner Firmenlauf vom SC Tegeler Forst mit einem fetten Rekord zur 14. Ausgabe. Ja, was hier großen Spaß macht, ist, dass du mit dem ganzen Team mal laufen kannst. Du kannst mit deinen Chefs und mit deinen Teammitgliedern laufen. Wir sind 15 hier, sitzen alle da drüben und wir wollen sehen, dass wir hier möglichst gute Performance abliefern heute. Bevor die großen Läufer, Walker, Skater oder Handbiker an den Start gingen, wuselten 3.700 Kids über die Straße des 17. Juni. Und das für einen guten Zweck. Bevor es beim 10. Friedenslauf an den Start ging, konnten die Kinder zwischen Sponsoren wählen, die pro Runde 1,6 Kilometer Geld für Projekte in Konfliktgebieten spendeten. Das ist großartig, das ist so toll. Die Stimmung ist unfassbar nett und ich finde, die Kinder sind total motiviert und engagiert. Vor allem haben die begriffen, worum es geht. Wir finden es ein ganz wichtiges Thema und fanden es auch ganz toll, dass vom Friedenslaufen ein Referent zu uns kam in die Schule und auch ein bisschen was erzählt hat über die Problematik. Also dadurch wurde es auch ein bisschen greifbarer für die Schüler. Ein und eine halbe Stunde hatten die Schüler Zeit, ihren Projekten unter die Arme zu laufen. In diesem Jahr wurde der Libanon thematisiert, wo viele Flüchtlinge aus dem Syrienkrieg leben. Egal welches Projekt, Hauptsache es kommt Geld rein. Ja, also ich finde es cool, dass wir halt so laufen können für so Frieden auf der Welt. Und dass es halt so freiwillig ist. Und dann am Abend. Der Rekordfirmenlauf. Über 12.000 Angestellte, Chefs und Studenten. Vom Start-up über Versicherung bis hin zu Universitäten. Alle hatten Bock, hier die 5 Kilometer um den Tiergarten zu laufen oder zu fahren. Also ich komme und einfach laufe, weil es macht mich ein riesiger Spaß. Wir nehmen jetzt, glaube ich, als Gruppe das dritte Mal teil. Und es ist halt einfach schön, mit den Leuten von der Arbeit hierher zu kommen und halt eine Runde mitzulaufen. Es macht halt Spaß und ist nicht so eine große Strecke und ist halt schön. Alle laufen in den gleichen Shirts. Also das ist schon was anderes, als wenn man halt als Individuum bei einem anderen Lauf mitmacht. Ja. Den Anfang machten die Skater, gefolgt von den Handbikern, Einrad- und Rollstuhlfahrern, um dann das Zehntausenderfeld der Läufer auf die Strecke zu schicken. Ich war einfach nur happy, glücklich wie nie, dass ich es geschafft habe, weil dann war einfach mal, ne, dann konnte ich runterfahren. Deswegen, schwierig zu sagen, also. Die Worte, die gibt es glaube ich noch nicht. Sehr geil, war gut, schönes Wetter, geil, einfach alles cool. Wir haben aber geschummelt, ja, wir gestehen. Wir sind ab und an noch gejoggt. Man lernt viele Leute unterwegs kennen. Schön, dass man angefeuert wird vom Rand und freut sich dann doch, wenn man im Ziel ist. Natürlich auch Walker am Start. Alle feierten die etwas andere Firmenparty, etwas größer als das Weihnachtsfest und deutlich sportlicher. Einfach klasse. Ja, wir freuen uns total, dass wir heute so viele Läufer da haben. Wir haben eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben schon ganz viele Skater auf der Strecke gehabt. Wir haben Einradfahrer, wir haben Rollstuhlfahrer auf der Strecke gehabt. Und jetzt haben wir über 10.000 Läufer auf der Strecke. Also insgesamt über 12.000 Teilnehmer. Und schaut euch an, wie geil das ist, wie sie einlaufen. Laufen für den guten Zweck, laufen für die Gemeinschaft, das ist der 14. Firmenlauf, das ist der SC Tegeler Forst. Mm-hmm.